Damit ein herzliches Willkommen zu unserer FNs 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season Nummer 5 und hier in Imola. Ja, eine geile Strecke. Ich freue mich extrem und heute wird wieder einiges passieren. Darunter ja meine strategische Meisterleistung, die uns vermutlich zu einem Super-Go befördern wird. Aber dazu später mehr. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Lasst gerne ein Däumchen oben da. 4,9 Kilometer, 19 Kurven und hier liege ich eine DS-Zone. Machen das Qualifying vermutlich wichtiger als das Rennen dann selbst. Aber natürlich kann auch im Rennen viel passieren. Schaut gerne auf Instagram, IT-Gaming und auch gerne auf itz-tobi auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio und let's go. Es ist ein verregnetes Qualifying und das ist eigentlich ziemlich passend für Imola. Denn es regnet gefühlt ja immer zu dieser Jahreszeit, wenn halt die Formel 1 gerade hier ist. Meine letzte Runde hat mich auf den zweiten Platz gebracht, aber ich will natürlich ein bisschen mehr, weswegen ich da gleich eine Runde drauflege. Es sei wieder einmal gesagt, ich habe das Time-Management wieder mal richtig verkackt, bin im Verkehr stecken geblieben. Ist nicht ganz meine finale Runde, aber die war so OP, da dachte ich mir, ich werde dann auch keine Runde mehr drauflegen. Erster Sektor war, naja, keine gute ja, erste Zeit. Hier der Exit ist verdammt wichtig und der hat auch nicht ganz so gut geklappt. Da doch ein bisschen jetzt schon. Jetzt hoch diesen Berg hier, da kannst du, glaube ich, auch im Rennen ziemlich viel Zeit gut machen. Rechts auf jeden Fall aufpassen auf die Track Limits. Da gehe ich weit neben die Strecke, hat aber auch mehr Zeit gekostet als gebracht unten in das zu. Ja, es ist unfahrbar, dieses scheiß Wetter. Es ist voll schwierig hier durchzukommen. Dann hier an Pierre Gasly vorbei, die Ziggy und Zacker-Kurve und rechts auch nicht zu weit drüber. Aber ja, da ist eigentlich hier viel erlaubt. Purple im ersten Sektor. Und ein Mittelsektor und jetzt geht's in die letzte Endpassage. Da kann man auch immer wieder Zeit gewinnen, aber auch viel Zeit verlieren, wenn man rechts zu weit ins Kiesbett fährt. Der Rausbeschleuniger hat einen leichten Quersteher gebracht, Traktionskontrolle mittel hier. Und da finde ich unfassbare 7 Zehntel. Das kann eine tolle Runde werden. Schauen wir mal auf die Starterstellung. Zone. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Ocon, Sainz, Verstappen, Senna, Russell, Stroll, Bottas, Norris, Theo Pourchaire, Gasly, Oscar Piastri, Sargent, Drugovic, Albon, Joe, Leclerc, Doohan, Liam Lawson, De Vries und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und ich bin echt verblüfft, welche Pace dieses Auto mittlerweile hat. Wir waren fast 2 Zehntel schneller als Yuki Tsunoda, unser erster Verfolger. Lights out und let's go hier in Italia. Boah, da komme ich richtig schlecht vom Fleck weg. Ja, Yuki zieht da einmal rechts, einmal links vorbei und jetzt hat er sich da die beste Lücke ausgesucht. Ihm nachzieht auch gleich Esteban Ocon, den können wir aber gerade noch so verteidigen. Es geht also als zweiten Platzierter aus der ersten Kurve raus. Das ist natürlich gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt heißt es natürlich sich fangen, sich fassen und dann hier direkt wieder angreifen. Yuki war auch im letzten Rennen schon ein unfassbarer Rivale, auch Esteban Ocon. Das sind halt gerade so diese Gegner, gegen die ich die letzten Rennen schon immer wieder kämpfen musste. Und Ocon legt, Tsunoda legt da gleich mit einer ordentlichen Pace vor. Der hat da richtig, den Land gefressen. Das ist ein wahnsinnig schnell, der Brez. Der ist da gleich in der Übersekunde weg. Und ich muss mich da echt, strecken, um da dranbleiben zu können. Aktuell gibt es eh noch kein DRS. Ja, in dieser Kurve kann man ziemlich viel Zeit gut machen. Nicht wie mit Mickey Mouse Sektor in Miami. Also das sind beides 2 Kombinationen, wo du wirklich viel Zeit finden kannst. In unserem Fall hier 2 Zehntel gefunden. Aber Yuki hat wirklich eine unfassbare Pace drauf. Ich probiere natürlich da alles dran, um dagegen zu halten. Aber das wird heute nicht einfach. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und es wird, das nächste Rennen wird noch viel schlimmer, Leute. Es geht nach Monte Carlo. Wieder einmal, ich glaube nach 2 Jahren Pause oder nach 2 Seasons Pause geht es dann wieder los. Jetzt gucken wir uns mal die Start Wiederholung an und ja, ich sehe es auch, ich komme hier gar nicht vom Fleck weg. Fat Wheel Spin bis zum geht nicht mehr. Die ersten paar Meter sah es eigentlich gut aus, aber dann konnte sich ja der Mercedes und fast auch Esteban Ocon hier durchsetzen. Und in Turn 1 wird es dann unfassbar eng mit dem Red Bull. Also da bin ich gerade noch so
glücklich durchgekommen, aber generell so diese erste Kombination, die ist auch scheiße knapp. Und dann haben wir noch ein paar Wiederholungen aus der ersten Runde. Was schon mal die unfassbare Pace von Yuki Tsunoda zeigt. Der ist so schnell wirklich. Und jetzt auch wieder 8 Zehntel hier drinnen. Und jetzt muss ich eigentlich näher dran bleiben. Und dann passiert genau das hier. Das ist absolut gar nicht gut. Purple auch im letzten Sektor bringt halt alles nichts. Ich war trotzdem schneller im letzten Sektor, obwohl Yuki da keinen Fehler drin hatte. Das finde ich interessant. Erste Kurve. Ich verliere generell viel im ersten Sektor. Also das ist fast 3 Zehntel, die ich da verliere in diesen ersten 2-3 Kurven. Das ist echt viel zu viel. Jetzt geht's eigentlich mittlerweile. Im Renntrim geht's dann. Aber gerade im Qualifying habe ich auch gemerkt. Und auch von Kluffe, von frischen Reifen auf, nicht mehr so frische Reifen. Da verliere ich unfassbar viel. Jetzt nur 1 Zehntel. Also das ist je okay. Aber da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Hier durch. Und da sind wir jetzt fast im DRS-Fenster. Ich muss natürlich ein bisschen zaubern im letzten Sektor. Da gehe ich ein bisschen zu weit. Und das ist gar nicht gut für den Unterboden. Voll drüber gerattert. Gott sei Dank kein Schaden. 5. Runde mittlerweile. Es hat immer noch nicht gereicht, um an Yuki nur ansatzweise dran zu kommen. Beim Rausbeschleunigen hier finde ich noch ein bisschen Zeit. Es ist unter einer halben Sekunde. Wird das reichen, um auf Start und Ziel endlich gegen Yuki was, ja, Aussagekräftiges zu machen? Wir sind nah dran. Ja, der Exit jetzt von Yuki auch nicht absolut toll. Meiner jetzt auch hier absolut nicht toll. Und jetzt ERS, der ist alles aufgedreht. Wir kommen angeschossen. Es wird aber, glaube ich, noch nicht ganz reichen. Yuki einfach noch viel zu weit weg. Und ich will jetzt auch nicht das ganze ERS auf Start und Ziel hier verbrennen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Jetzt hier wieder durch, die erste Schikane durch. Da ist Yuki wieder ein bisschen schneller. Auch die zweite Schikane ist auch Yuki ein bisschen schneller. Ab dann gleicht sich das. Ja, gar super. Das war gar nicht gut. Das war einfach nur schlecht. Das war wirklich schlecht. Jetzt sind wir sogar aus dem DRS-Fenster rausgeflogen. Ab hier gleicht sich unsere Leistung raus. Im letzten Sektor bin dann ich ein Ticken schneller als Yuki. Und ja, da sind wir jetzt wieder in Runde Nummer 9. Es hat sich ein bisschen festgefahren. Wir sind jetzt zwar immer diese halbe Sekunde hinten, aber es reicht halt wirklich immer ums, ja, ich will jetzt nicht diesen Ausdruck aus Österreich sagen, ums Lecken nicht. Also du bist wirklich immer nah dran, es reicht aber halt wirklich um diesen Funken nicht. Jetzt aber könnte das tatsächlich mal was werden, kommt hier fast zur Berührung aus der letzten Kurve, der Exit muss sitzen. Ja, das sitzt jetzt nicht, okay, seien aber jetzt auch nicht zu stark, wir haben 4,5 Zehntel. Jetzt könnte es reichen. Windschatten, DRS, ERS, alles voll aufgedreht. Wir stehen bei 351 km/h, gehen an der rechten Seite vorbei, lassen ihnen genug Platz und es reicht. Wir übernehmen hier das erste Mal im Rennen die Führung und ich muss hier direkt mal neben die Strecke. Das war gar nicht gut. Die Reifen, ja, sind allmählich ja schon an der kritischen Stelle, aber ich möchte hier noch immer noch alles versuchen, um hier dran zu bleiben. Und ja, das Snap-Oversteer, noch einer und das gelbe Flagge. Da hinten ist ein Stau, das gibt safe wieder Red Flag, oder? Nein, die können weiter, nein, Safety Car. Da schlüpft Yuki wieder durch wegen meines Oversteers. Und ich trottel, Mann, jetzt ist halt wirklich mit dem Safety Car. Jetzt dachte ich mir halt so, lass uns mal was anderes probieren. Ich bleib noch 1-2 Runden draußen und werde dann eventuell, oder eine Runde länger draußen, werde dann eventuell nur die Delta-Zeit einhalten müssen und könnte dann eigentlich wieder vor Yuki rauskommen. Gesagt, getan, hat dieser Plan nicht ganz funktioniert, muss ich sagen. Also er war jetzt noch nicht ganz durchdacht, denn wenn ich mir ihn jetzt so anhöre, jetzt ausgesprochen anhöre, denke ich mir, du bist ein richtiger Volltrottel. Also sorry, das denke ich zu mir selbst, denn ich dachte mir so, wenn ich Yuki jetzt rein, also der wird safe reinfahren, denn dieses Geschenk nimmt halt jeder dankend an, denke ich mir so, wir dürfen jetzt eine Runde Full Speed fahren, bis wir das Safety Car aufholen. Aber dass dieses Safety Car bereits in Turn 1 steht, hätte natürlich mir klar sein können. So gingen jetzt alle in die Box rein und ich trottel Tugatze jetzt eine langsame Runde hinterm Safety Car hinterher und gehe erst jetzt eine Runde später rein. Yuki war schon wieder dran und ich werde vermutlich ans Ende des Feldes durchgereicht. Das ist auch ganz klar und das war eine richtig beschissene Idee von mir. Also gerade jetzt so, wo ich mir das noch einmal so durch den Kopf gehen lasse, denke ich mir so,
Bro, das hat von Anfang an nicht klappen können. Und so war es dann auch. Der Stop war okay, 2,2 Sekunden. Ich wollte dann halt auch richtig schnell raus, weil ich auch dachte so, das werde ich im Leben heute nicht mehr überholen können, die Leute. Bin dann auch hier, ich weiß nicht, man darf die weiße Linie einmal überfahren, dachte mir so, ich will nicht ganz hinten raus, aber hat nicht viel gebracht. Ich bin dann hier auf den 19. Platz rausgekommen, also 3 Plätze hinter mir gelassen. Aber an sich war das natürlich die dümmste Idee, die mir jemals einfallen hätte können. So hätte ich vielleicht noch die Chance auf den Sieg gehabt, um ja noch ein paar Runden mit Yuki zu kämpfen. Jetzt ist mittlerweile der Restart hier und wir sind 19. Platz. Ich muss hier ordentlich Gas geben. Ein paar vorne haben auch die roten Reifen drauf. Das wird noch schwieriger. Ich weiß auch, dass Senna mit Gelb gestartet ist. Und Williams ist mit Gelb gestartet. Und auch, ich glaube, Verstappen mit Gelb gestartet. Also die werden dann jetzt auch im zweiten Stint alle nochmal wesentlich schneller sein. Hier kann ich nicht mal reinhalten, denn da ist es doch einfach viel zu eng. Da geht es richtig zur Sache beim Rossbeschleunigen. Hier fehlt mir die Pace. Mann, ich habe einen scheiß Ferrari-Motor und komme einfach nicht vorbei. Jetzt hier außen irgendwie an dem ersten vorbei. Es ist halt wirklich jetzt wie verhext. Ich muss mich da durchs Feld flügen. Da waren wir jetzt auch gerade an Jack Doohan innen vorbei. Und jetzt auf Startziel könnte es mal reichen, um an Alexander Albon und hier ein bisschen sich dran zu arbeiten. Unser Teamkollege von vor 2 Seasons, also der war auch länger hier. War letzte Season hier, oder? Ja, war letzte Season. Letzte erste Hälfte war er hier. Gucken wir jetzt noch einmal hier die Wiederholung an. Runde Nummer 19. Und ja, da merkst du halt auch, ich weiß auch nicht genau, warum diese KI so schnell teilweise ist. Die waren am Anfang des Stints so scheiße langsam. Und jetzt auf einmal sind die so schnell. Ich plag mich regelrecht nur hier, um an den Prester vorbeizukommen. Jetzt muss ich halt mich ein bisschen durchflügen. Der Sieg ist allemal weg, also der ist mit dieser dummen Strategie sowas wie von dem Keller. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da immerhin ein bisschen was noch finden kann. Jetzt auch Nick de Vries hier, bitte guck in den Rückspiegel, ich stehe auch noch hier. Bin zwar nur mit einer Achse da dran an dir, aber das könnte reichen, ja, da gehen wir an ihm vorbei. Es kommt zwar zu leichten Berührungen, aber ja, so ist es halt hier in Imola, es ist scheiße eng. Du traust dich kaum links oder rechts mehr zu fahren, als nötig ist. Und ja, jetzt haben wir das erste Mal so, würde ich mal sagen, freie Fahrt. Es ist eine kleinere Lücke vor uns von einer Sekunde, Sergeant Guan Yu. Und ich glaube auch, ja, die Punkte werden heute eine unfassbar schwierige Arbeit werden, sich von da ganz hinten wieder nach vorne zu arbeiten. Ja, das ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, denn mit dem Strategie-Fail der Season, würde ich schon fast sagen, habe ich mich selbst ins Ausgeschossen. Yuki und Sergeant schauen mir aus, als ob die kämpfen miteinander. Also auch Joe schneller fahren hätte können als Sergeant. Ja, ich komme einfach nicht klar mit dem Gedanken, dass wir so viele wertvolle Punkte weggeschossen haben. Sergeant hier mit dem Quersteher des Ebens, des... Wow, das war ein unfassbarer Quersteher. Hat es aber noch gerade ordentlich ausgerettet. Hier beim Rausbeschleunigen nehmen wir jetzt auch ihn hier gleich mit. Der hat die roten Reifen drauf. Der wird sich das nicht gefallen lassen. Erst denke ich mal noch der Williams, den ich am Anfang gesehen habe, der mit den gelben Reifen gestartet ist. Außen will er dranbleiben. Kann aber nicht funktionieren, Bro. Da gibt es nur eine Linie. Ja, der Exit war jetzt nicht so sauber. Ich glaube auch, dass da Logan wieder drankommen kann. Hat es aber nicht geschafft. Der ist jetzt sogar von Guan Yu überholt worden. Wir sind in der 17. von 22 Runden. Es ist gelb. Vor uns. Gott sei Dank vor uns, denn somit gewinnen wir einen Platz ohne was zu machen. Und da fehlen nur noch 2 Plätze. Motorschaden bei Oscar, bei Theo Pourchaire. Und ja, Gasly, Norris, das sind jetzt Teamkollegen seit Neuestem. Das finde ich auch sehr interessant. Und noch interessanter wird auf jeden Fall zu sehen, ob wir an diesen Jungs noch vorbeikommen. Denn beide würden mir dann das Tor zum ersten Punkt. Beziehungsweise wenn ich Norris, ja, den nehme ich jetzt mal mit, den Verwarnungszeug hier. Aber beide würden mir jetzt helfen, denn so würde ich statt 0 Punkten gleich 2 in einem Schlag bekommen. Denn mit der schnellsten Rennrunde gibt es ja auch den extra Punkt, wenn man in den Top 10 ist. Wir sind 5 Runden vor Schluss und ja, allmählich merke ich auch, es ist sau schwierig, von hinten auf einer Strecke wie Imola aufzuholen. Du kannst zwar ja gut aufholen in einer Runde, aber bist dann halt wirklich auch geliefert, wenn du ja... Du kannst wirklich pro Runde maximal einen überholen und das ist dann halt echt wenig auf einer Strecke, die halt so kurz ist, nur eine DRS-Zone hat
Also ich habe kaum viel überholt. Da hat sich ein riesen Loch aufgetan. Logan Sargeant, entweder gehen die roten Reifen jetzt komplett in die Knie oder er hat dann ein Problem. Der ist weit hinten. Okay, Sue's vorbei. Ich glaube, das vielleicht nämlich schon was beiden. Also wirklich. Jetzt vor uns ist jetzt Valtteri Bottas und Lando Norris. Es hat wieder ein, zwei Runden gedauert, bis wir an den Jungs vorbei sind. Ich glaube aber, wenn wir beide überholen, kann ich mich, glaube ich, glücklich schätzen. Denn mehr wird es heute vermutlich nicht mehr werden. Das wären dann schöne 3 Punkte immerhin. Ja, es ist halt wirklich Galgenhumor, denn ich hätte da wirklich heute so viel Zeit oder so viel Plätze gut machen können. Dann müssen wir den Haken ein bisschen mitnehmen und ja, verlieren wieder wertvolle Zeit. Das sind wieder ein, zwei Zehntel, die da verloren gehen. Auf Norris, die ich dann jetzt wieder aufholen muss. Da für uns wäre eine so coole Kampfgruppe. Doch die Fights da hinten haben so viel Zeit und vor allem auch so viel Reifen gekostet, dass es jetzt einfach auch nicht mehr möglich ist, in dieser kurzen Zeit da an die Gruppe vor uns dran zu kommen und sich vor allem auch da durchzuflügen. Da wären gleich 2, 3 Piloten, die fahren da auch so ein bisschen in einem Zug drinnen. Mann, das ist halt wirklich so ärgerlich, wenn ich da diesen blöden Strategieversuch da nicht gemacht hätte. Dann wären wir da einfach viel, viel cooler mit reingegangen. Ja, egal. Hätte, wäre, wenn. Man kann sich da ändern. Jetzt sind es 3 Sekunden, da die uns zu Leclerc fehlen. Boah, da komme ich weit raus. Und ja, jetzt heißt es natürlich noch einmal alles wagen. Gucken wir uns noch ein paar Replays an. Das war gegen einen Haas. Ja, da rate ich über diesen Körb schon wieder einmal drüber. Dass der Unterboden heute noch nichts hat, das grenzt nahezu an ein Wunder und dass wir hier wirklich meisterlich irgendwie durch die Kurven durchkommen, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Also ich bin da wirklich immer wieder verblüfft. Das war jetzt doch dieser, ich glaube, wo wir nah dran gekommen sind. Ja, da habe ich, er ist da innen über diesen Körb drüber und ich bin da, habe ihn da leider viel zu wenig Platz gelassen. Also da geht es auf jeden Fall auf meine Kappe. Das ist auf jeden Fall meine Schuld. Jetzt hier auf der Zack-Zack-Kurve. Ich merke auch immer, hier mache ich die meiste Zeit gut. Gleiches Manöver wie vorhin gegen den AlphaTauri. Diesmal war ich ein bisschen klüger, habe ihn innen ein bisschen mehr Platz gelassen. Und da konnten wir uns auch vorbeiquetschen. Das war auch das Volumen, glaube ich, was ich nicht ganz gezeigt habe. Also so, 17. Runde. Ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Ja, doch, das war auch so ein bisschen der Fail, warum ich hier immer weitergehe. Weil ich teilweise ins Gras, beim Rasbeschleunigen ins Gras fahren. Das war das hier, wo Theo Pourchaire jetzt ausgeschieden ist. Ja, ist egal. Es muss auch so Rennen geben wie das heutige 21. Runde. Das war das beinahe Switchback-Überholmanöver von dem McLaren. Hat es aber nicht ganz geschafft. Wir sind jetzt in der letzten, beziehungsweise in den letzten beiden Kurven vor der letzten Runde. Wir sind auf 2,5 Sekunden sogar auf Leclerc rangefahren. Es wird aber nicht mehr reichen, da bin ich mir fast sicher, denn es ist einfach viel zu wenig Zeit. Es ist nur noch eine Runde, eine goldene Runde. Ja, auch nicht Yuki wird das Rennen gewinnen. Der hat sich noch von Esteban Ocon schnappen lassen, aber ich glaube gerade diese Kombi Yuki, der zweite Mercedes und vor allem auch Esteban Ocon, die werden wir diese Season nicht gerade einfach machen. Mein Teamkollege auch nicht ganz vorne. Ich glaube auch, dass die Strecke jetzt nicht zu 100% diesem Auto liegt. Da muss ich ehrlich gesagt, ich kann mich natürlich nicht hundertprozentig aufs Auto ausreden, denn durch diesen Strategiefehler sind wir erst in diese Lage hier gekommen, die ich, ja, natürlich mit diesem, ja, Fail da, ja, provoziert habe. Und ja, noch einmal hier in den Mittelsektor, Full Speed, ERS aufdrehen, ich will noch an Lando vorbei, letzte Runde ist es jetzt mittlerweile auch schon, der Exit war grottig von Norris, das könnte jetzt noch einmal für uns reichen. Wir probieren hier, zack, zack, da ist ganz, ganz nah das Heck von Lando Norris im Windschatten, saugen wir uns dran, aber der ist saugschnell, der ist unheimlich schnell, aber darunter gibt es nur eine Linie und da kann ich mich innen durchquetschen in der letzten Runde hier gegen Lando Norris. Wir, ja, beenden das Rennen auf dem 9. Platz, das ist ja auch okay, nehmen unsere 3 Punkte mit, das ist, ja, würde ich mal sagen, Schadensbegrenzung. Immerhin, ja, bricht oder, ja, reißt leider unsere Serie jetzt auch. Und wir gucken uns mal die Siegerehrung an. Es ist schade, es ist echt schade. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat.
Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Was für ein Podium. Nein, Russell war da auch noch am Podium. Aber gerade Yuki, der ist wirklich saustark und ich glaube, der könnte uns die nächsten Rennen noch richtig gefährlich werden. Ayrton Senna, ja, in der Weltmeisterschaft hat das nicht viel gekostet. Senna auch nur Fünfter geworden. Ja, ich bin natürlich jetzt eher nicht so zufrieden mit der heutigen Leistung. Rivalität sind wir auch noch gerade vorhin. Die Sponsoren werden natürlich jetzt, da werden wir ein bisschen abbeißen. Ayrton, gute Punkte gut gemacht, also wirklich. Echt, ich bin so stolz auf den, der ist so stark und ich hoffe natürlich, dass wir den länger halten können. Natürlich war das jetzt nicht das stärkste Wochenende, was finanziell betrifft, denn wir haben dadurch viele Sponsorengelder verloren, also viele Bonis. Das ist aber jetzt mal natürlich zweitrangig. Wir werden die hier gleich wieder akzeptieren, denn das sind so gute Verträge mittlerweile. Und für heute war es das dann mal. Austauschen werden wir auch nichts. Es geht nach Monte Carlo. Ich hoffe, dass da alles gut geht. Abonniert gern kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.